Sie ist ihre eigene Chefin. Celia Ritzberger ist selbstständige Fotografin, Lektorin und Texterin. Den Schritt wagt sie im Jahr 2020. Das Coolste am Selbstständigsein ist einfach, man ist sein eigener Chef, man braucht sich von niemandem rechtfertigen und man muss sich einfach einmal drüber trauen und dann wird man sehen, es funktioniert, wenn man das macht, was man gern macht. In Oberösterreich gibt es mehr als 52.000 sogenannte Ein-Personen-Unternehmer, vor allem in den Branchen persönliche Dienstleister, Unternehmensberater, Buchhalter und Informationstechnologie. Außerdem bei Fußpflegern, Kosmetikern und Masseuren. Sie werden von der Wirtschaftskammer Oberösterreich unterstützt. Weil Bildung ja sehr wichtig ist, wollen wir auch die Weiterbildung und die Fortbildung sehr unterstützen mit Förderungen, auch pro Seminar. Teilweise für unternehmerische Fortbildungen, teilweise praktische Workshops. EPU ist ja Frau, Mädchen, Mann für alles. Das heißt, man ist Sekretär, man ist Marketingmanager, man ist Kreativdirektor, man lebt seine Berufung, man ist aber auch vielleicht die Reinigungskraft. Und diese Rollen einmal alle unter den Hut zu bekommen, zu sehen, okay, wie kann ich das bestmöglich in mir selbst einmal selbst organisieren, aber auch das unternehmerische Denken. Ein Mann- oder Ein-Frau-Chefs tauschen sich deshalb aus. Heute beim Chancentag für Kleinunternehmen der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Man lernt ganz viele Ein-Personen-Unternehmen kennen, wo man auch weiß, die haben genau dasselbe Problem wie du, die haben vielleicht genau dieselben Herausforderungen, aber auch genau dieselben Ziele und wollen ein Unternehmen weiterentwickeln. Wer keine Kontakte hat, wird auch keinen Erfolg haben. Und deshalb ist die Geschäftskontaktmesse auch für Kleinstunternehmen und für EPUs komplett wichtig. Wichtig auch der Austausch mit Kunden, sagt Management-Expertin Susanne Nickel. Ich empfehle nach jeder Veranstaltung zum Beispiel 1 bis 2 Frauen oder auch Männer, je nachdem. Ne? Das heißt, da über Bande spielen, das Netzwerk nutzen und sich gegenseitig die Kunden auch so ein bisschen zuspielen. Das Netzwerken untereinander ist das Beste, Kontakt zu finden, zusammenzukommen, vielleicht die eine oder andere Geschäftsidee zu verwirklichen. Celia Ritzberger jedenfalls hat neue Kunden gefunden beim Chancentag für Kleinunternehmen der Wirtschaftskammer Oberösterreich.